Ahoi, hoi, liebe Popkulturfreunde draußen, und heute präsentiere ich euch in einem neuen Video mal eine neue Rubrik Lieblingscomics, denn ich habe nach langen Jahren mal wieder den Comic Daredevil Yellow von Jeff Loeb und Tim Sale mir zum Brust genommen und dabei gemerkt, wie sehr ich den mag. Es ist eine fantastische sechsteilige Miniserie, die ich euch kurz mal hier vorstellen möchte. Daredevil Yellow ist im Jahr 2001 bei Marvel Comics erschienen. Kreativteam ist Jeff Loeb als Autor und Tim Sale als Zeichner. Leider ist Tim Sale im vergangenen Jahr verstorben, aber er ist einer der besten Zeichner, den es in den letzten 30 Jahren bei Marvel und DC gab, finde ich. Und hier seht ihr auch schon eine Splash-Page aus Daredevil Yellow, wo ihr die dynamischen Zeichnungen sehen könnt. Und wenn ihr euch fragt, warum ist eigentlich Daredevil in einem gelben Kostüm, da gibt es natürlich eine ganz logische Erklärung, die wir gleich euch präsentieren. Aber zunächst mal genießt einfach mal diese Zeichnung mit mehreren coolen, dynamischen Daredevil-Posen. Wenn ihr den Film mit Ben Affleck geschaut habt oder die drei Staffeln der Serie, die es bei Netflix gibt und inzwischen bei Disney Plus, dann kennt ihr Daredevil wahrscheinlich entweder aus dem roten Kostüm, was er oftmals trägt und so wie eine Rüstung aussieht oder eine Biker-Uniform, oder aus der schwarzen Proto-Kleidungsrüstung bzw. dem Pullover mit einer Maske drauf. Aber in den Comics trägt Daredevil anfangs ein gelbes Kostüm. Denn hier in dem Comic wird erklärt, wie er zu dem maskierten Selbstjustizler wurde, den wir aus den Marvel Comics kennen. Das trug er zum ersten Mal in Daredevil Nummer 1. Aber es gibt auch andere coole Origin Stories, zum Beispiel Man Without Fear oder Born Again, die da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen zu Daredevil. Es gibt auch eine Ultimate Version von Daredevil. Aber bei Daredevil Yellow, der sechsteiligen Miniserie von Marvel, gehen wir zurück in die Vergangenheit und ganz an die Anfänge mit einem moderneren Stil, der aber gleichzeitig viel Nostalgie hat, viel den Style von Jeff Loeb und Tim Sale zeigt, den sie auch bei anderen Miniserien offenbart haben, zum Beispiel bei Spider-Man Blue, Hulk Grey, Captain America White und auch bei DC zum Beispiel. Da haben sie einige coole Stories gemacht: The Long Halloween, Dark Victory mit Batman, Catwoman When in Rome, Haunted Night und noch so ein paar andere coole Geschichten, die auf jeden Fall einen Leser wert sind. Wer jetzt She-Hulk gesehen hat, der hat sich nämlich auch gefragt, was ist denn eigentlich dieses Kostüm? Und das habe ich ja gerade schon erklärt. Deswegen geht man jetzt auch bei Marvel Cinematic Universe ein bisschen in diese Richtung wahrscheinlich, dass man erstmal Matt Murdock in diesem gelben Kostüm zeigt, was er eben in Anlehnung an den Tod seines Vaters zunächst übergestreift hatte. Aber ansonsten bietet Daredevil Yellow, Hashtag GOSH, das steht für Good Old Superhero Comics. Das ist ein Begriff, den ich im iFanboy Podcast, den ich sehr gerne höre, gehört habe. Und der hat ziemlich viele Elemente als Comic, die dafür sprechen. Also zum einen eine nostalgische Ader, indem man ein bisschen verklärt, romantisiert, wie es denn früher so in den 60ern war, aber mit einer modernen Brille. Sowas wie Karen Pages Beziehung zu Daredevil und das Liebesdreieck mit Foggy Nelson, aber auch hier solche Panels wie diese coolen dynamischen Dachposen und die verklärte Erzählung, die auch so ein bisschen als Brief gestaltet ist. Das macht er sehr gerne, der Jeff Loeb, wenn er hier diese Farben-Miniserien macht, dass er eine Figur, meistens die Hauptfigur Spider-Man, Daredevil oder wen auch immer, Captain America einen Brief schreiben lässt an irgendwen, an meistens einen Partner. Gwen Stacy im Fall von Spider-Man, glaube ich. Hier bei Daredevil ist es Karen Page, die den Brief bekommt. Bei Captain America ist es Bucky, die den Brief bekommt, beziehungsweise angesprochen wird. Und so hat man quasi eine Voice-over-Narration von dem Protagonisten mit dabei. Und das ist so das Stilmittel, wofür sich dann Jeff Loeb entschieden hat bei seiner Erzählung. Ansonsten ist es ein ziemlich zeitloser Stil. Ein paar kleine Sachen, sowas wie hier Helen Keller-Witze sind dabei, die vielleicht aus einer modernen Warte ein bisschen komisch rüberkommen, aber eigentlich okay sind, weil Matt schlägt dann nur zurück, als er bei einer Billardpartie quasi geärgert wird von so ein paar Bullies in der Bar. Aber wir haben auch Gastauftritte von anderen Marvel-Helden und die sind relativ spielerisch, wie ihr seht. Johnny Storm sitzt im Fantastica und wirbelt da so ein paar Feuerbälle durch die Luft. Sue Storm ist dabei. The Thing hat das
Büro von Nelson und Murdoch zerstört. Mr. Fantastic holt sich die Dienste von Matt Murdoch als Anwalt und lässt sich dann von dem gerichtlich vertreten. Und auch sonst haben wir Figuren wie Elektro dabei oder so ein paar andere, die in der sechsteiligen Miniserie vorkommen. Insgesamt ein ziemlich schneller Read, wie ich sagen würde. Also das kann man bestimmt so in 1 oder 2 Stunden lesen alles. Kann man sich bei der Marvel Unlimited App zu Gemüte führen, kann man natürlich auch im Comicfachhandel kaufen, bei Amazon, im Buchhandel oder bei anderen digitalen Verkäufern. Panini hatte auch mal eine Edition rausgebracht, natürlich auf Deutsch, aber es kann sein, dass es ein bisschen schwerer zu kriegen ist im Moment. Es müsste aber eine englische Paperback-Edition geben, die man immer relativ einfach beim Buchhändler des Vertrauens kaufen oder bestellen könnte. Was natürlich auch toll ist, sind die Cover von Tim Sale, auch gezeichnet in dem Fall, die dann diese schönen Tuschezeichnungen und das Hell's Kitchen bzw. New York der vergangenen Zeit einfangen. Meistens ist da irgendwie Daredevil mit drauf, aber auch seine Kumpanen oder die menschlichen Seiten der Figuren. Also auf dem einen Cover sieht man zum Beispiel jetzt Foggy Nelson und Matt Murdock. Dann sieht man Matt Murdock und Karen Page bei einem Händchen halten und dann sieht man auch Matt beim Boxen und noch einige andere Motive auf den Originalcovern, die auch immer sehr sehenswert sind. Das soll es auch schon gewesen sein mit meiner kleinen Lieblingscomic-Vorstellung. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr vielleicht eure Lieblingscomics postet. Das ist vielleicht eine Rubrik, die ich dann jetzt öfter mal hier ausprobieren möchte, denn das geht irgendwie ganz nett, wenn man bei Marvel Unlimited oder Comixology Screenshots machen kann und dann ein bisschen zu dem einzelnen Comic erzählen kann, ein bisschen ins Schwärmen gerät. Und ansonsten schickt mir gerne privat oder in den Kommentaren, was ihr mal hier auf dem Kanal sehen wollt und subscribed, wenn ihr Lust habt, hinterlasst ein Like, drückt die Glocke, wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt. Und sonst bin ich bald wieder da, auch wieder mit so Toy-Kram oder mit anderen Comic-Sachen oder mit Nerd-Stuff hier bei Awesome Arndt auf YouTube. Bis dann, ciao.